Lieben und willkommen in Ilias Welt. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch gerne etwas zeigen, und zwar für meine bisschen älteren Zuschauer, und zwar meine Skincare-Routine. Nachdem mich da wirklich sehr, sehr viele gefragt haben, ob ich das mal zeigen kann, möchte ich euch das gerne zeigen. Ich habe sie zwar schon bei meiner Abendroutine mal gezeigt, aber ich habe jetzt ein bisschen bessere Produkte noch gefunden und das werde ich auch wirklich fixieren als meine ehere Skincare-Routine, die andere, die ich bei der Abendroutine gezeigt habe. Das war nur so eine kleine Testprobe und genau, deswegen wollte ich euch heute mal meine Skincare zeigen. Und Leute, bitte, wenn ihr noch jünger seid und noch keine Pickel habt, braucht ihr keine Skincare machen. Weil wenn ihr zu früh damit anfangt, dann ist es auch, ich weiß nicht, ob es schlecht für eure Haut ist, aber es ist auf jeden Fall nicht gut. Also verwendet diese Produkte auch wirklich erst, wenn ihr merkt, ich bekomme jetzt Pickel und Unreinheiten. Dann beginnt erst davor nicht. Ihr braucht es nicht. Ihr habt noch wunderschöne Haut. Genießt diese Zeit. Ja genau, also würde ich sagen, wir legen jetzt mal los. Ich beginne immer mit der Früh. Jetzt haben wir wieder Lockdown leider, da kann ich das ganz gut verwenden. Während der Schule wird es ein bisschen stressig, aber in der Früh beginne ich immer mit CeraVe. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber diese Marke, die war auch auf ganz TikTok, die ist wirklich sehr gut. Das ist die feuchtigkeitsspendende Reinigungslotion. Die verwende ich einfach in der Früh. Einmal einreiben aufs Gesicht, abwaschen, abtrocknen, fertig. Die ist wirklich sehr gut. Die könnt ihr auch wirklich sehr gerne verwenden. Ich liebe sie. Wenn ich danach wieder raufkomme in mein Zimmer, dann brauche ich ein anderes Produkt. Und darum will ich euch jetzt mal was zeigen. Schaut mal, was ich jetzt Cooles habe. Einen Mini-Kühlschrank. Der ist so cool, Leute. Ich habe mir den schon richtig lang gewünscht, weil ich den im ganzen Internet gesehen habe, dass das alle Leute haben und so. Und ich war so, so ein Mini-Kühlschrank wäre ja schon ganz cool, ne? Also ich weiß ja nicht, das ist ja schon cool, wenn man ihn so im Zimmer hat und so, aber nicht für Getränke oder Dosen oder so. Nein, ich verwende ihn für meine Skincare-Produkte. Also dass da alles schön gekühlt ist jetzt für den Sommer, ist das sowieso mega praktisch. Und wisst ihr, Leute, was noch richtig cool ist an diesem Kühlschrank? Den kann man auch im Auto anschließen. Das heißt, wenn wir irgendwann mal wieder reisen dürfen, könnten wir den theoretisch auch im Auto anschließen und dort einfach kühle Getränke trinken und so. Und das stelle ich mir eigentlich richtig lustig vor. Aber derzeit ist er jetzt noch bei mir hier zu Hause und ich verwende ihn für meine Skincare-Produkte. So, wenn ich mein Gesicht gewaschen habe, dann hole ich die Produkte aus meinem Mini-Kühlschrank. Da habe ich einmal La Roche-Posay. Das bekommt ihr in der Apotheke. Das ist ein Tolarin-Sensitive-Fluid. Das ist wie eine tägliche Feuchtigkeitscreme einfach. Die ist wirklich sehr, sehr gut und kann ich nur empfehlen. Die verteilt sich auch mega gut aufs Gesicht. Und das Wichtigste ist, alle meine Produkte, die ich euch zeige, haben keinen Geruch. Weil manchmal sind diese Gerüche richtig ekelhaft bei den Produkten und so. Und da bin ich froh, dass die alle keinen Geruch haben. Also das ist so in einem kleinen Fläschchen. Und dann nehme ich meine Brille ab und gebe mir nur einen kleinen Stupser auf meine Hand, weil das ist wirklich, verteilt sich so gut. Ich reibe ein bisschen, pup, 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 verteile das in mein Gesicht und dann verteile ich das. Ich habe meistens eh ein bisschen zu viel mit diesem einen Pumper und mache das dann auch einfach noch weiter unter, also bei meinem Hals und bei meinem Kinn hier und verteile das da einfach noch. Das ist einfach wie eine Feuchtigkeitscreme und ist wirklich sehr angenehm auf der Haut. Und wie gesagt, lässt sich super gut verteilen, weil sie halt relativ flüssig ist. Und weil manchmal diese Feuchtigkeitscremen sehr, sehr, sehr feste Konsistenz hat, muss man halt relativ viel verwenden, bis sich das dann überall verteilt. Aber das hat man bei dem halt gar nicht. Und by the way, das ist unbezahlte Werbung. Ich habe mir alles selber gekauft. Ich wollte euch nur trotzdem die Produkte zeigen, weil ich euch ja vielleicht helfen kann. Also ja, dann setze ich meine Brille wieder auf und lasse die und stelle es natürlich wieder zurück. Ups. Holla die Waldfee. So, und stelle das wieder zurück ran, damit es schön kühl bleibt. Und ich lasse es ein bisschen einwirken, das dauert eh nicht besonders lang. Tupfe ich einmal mit meinem Gesicht noch so herum. Normalerweise dann ohne Brille, aber damit ich euch jetzt sehen kann. Genau, wenn das fertig ist, machen wir weiter mit Sonnencreme, Leute. Sonnencreme ist wirklich wichtig, auch wenn es jetzt ein bisschen regnerisch ist, die UV-Strahlen sind trotzdem da und die tun unserer Haut nicht gut. Und da habe ich die von Garnier, eine Sensitive Expert Plus Gesichts Sonnencreme. Leute, noch was, Sonnencreme unter 50
bringen sich nichts. Also kauft immer nur 50 plus und schaut, dass ihr vielleicht im Sommer auch zwei verschiedenen habt. Einen für den Körper und einen fürs Gesicht, weil das Gesicht ist ja dann schon doch noch ein bisschen anders als der Körper und so. Also schaut da wirklich, dass ihr zwei verschiedene habt. Und ich will jetzt da nicht auf Oberschlau tun oder so, aber ich sage euch nur meine Erfahrungen. Genau. Also diese ist sehr gut. Es gibt aber noch ganz viele andere, die kann ich euch dann nachher noch sagen, weil ich habe mir das alles auf einem Dokument zusammengeschrieben. Kann ich euch noch ein bisschen andere Produkte zeigen, falls ihr mit denen nicht so zufrieden seid oder die probiert habt und die euch nicht geholfen haben. Also ich verwende immer die von Garnier. Die ist auch relativ flüssig. Das ist sehr angenehm. Ich mag halt die flüssigen Produkte mehr, weil die sich leichter aufs Gesicht aufteilen lassen. Ja. Da mache ich einen Strich bei meinem Kopf, bei meinem Bäckchen, so, auf meiner Nase und bei meinem Kinn. So, dann schaue ich sehr gut aus, es hätte ich lauter Narben in meinem Gesicht. Aber das verteilen wir jetzt einfach wieder in meinem Gesicht. Und besonders hier, weil da habe ich auch gehört, soll der Hautkrebs meistens... Oh, jetzt habe ich es ins Auge gemacht. Ups! Und die brennt übrigens nicht im Gesicht, die Kräume. Dass ihr hier das verteilen sollt, weil... Von dort aus geht meistens der Hautkrebs aus und nachdem wir keinen Hautkrebs haben wollen wegen den UV-Strahlen, einfach da auch schön eincremen, da bei der Nase. Genau. Was ich auch noch gehört habe, ist, dass die australischen Sonnencreme noch mehr aushalten als die europäischen, weil in Australien ja meistens noch die Sonne viel härter ist und viel stärker und man dann sich einfach noch mehr schützt. Also wenn ihr irgendwo in der Nähe eine australische Sonnencreme findet, dann kauft ihr den Sommer auf jeden Fall die, wenn starke Sonne ist und cremt euch damit ein, weil da könnt ihr euch auch sicherer sein, dass ihr keinen Sonnenbrand bekommt. Aber die europäischen sind natürlich auch gut, weil bei uns ist ja nicht so starke Sonne wie in Australien. Zum Glück. Aber vielleicht, wenn ihr mal irgendwann mal wieder auf Urlaub fahren dürft. Nur eine kleine Empfehlung. Genau. Diese Sonnencreme ist eigentlich auch ohne Geruch, also es riecht natürlich schon ein bisschen nach Sonnencreme, aber trotzdem auch sehr angenehm. Man spürt doch richtig, wenn sie in die Haut einzieht. Man merkt langsam, okay, du hast nichts mehr zum Verteilen. Es ist jetzt irgendwie im Gesicht angekommen. Und die stelle ich dann einfach auch direkt wieder zurück in meinen Mini-Kühlschrank. Leute, irgendwie habe ich die Lust zu verzieren mit irgendwelchen Stickern oder so. Irgendwann mal. Den zeige ich euch dann, wenn er ein bisschen bunter ist, dann auch noch. Aber jetzt derzeit ist er noch ein bisschen langweilig. Aber den machen wir schon noch cool genug. Genau, also dann warte ich einfach wieder nur, bis es ein bisschen einzieht. So, und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich mal fertig mit der Früh. Ich schminke mich auch derzeit gar nicht so viel. Meine Mama hat mir da auch ein paar Produkte jetzt gekauft, weil sie halt einkaufen geht und ich bleibe halt immer zu Hause. Und hat mir dann noch ein antibakterielles Puder mitgebracht und einen antibakteriellen Abdeckstift. Ich sag's nochmal so, Abdeckstift. Den kannst du auf den Pickel oder auf die Unreinheit draufgeben und es reinigt ihn aber auch gleichzeitig, also es schädigt ihn nicht. Der ist von Balea, der hautreine Pickel-Abdeckstift. Den kann ich mit Salicylsäure. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber das schaut irgendwie so aus. Der ist auch wirklich sehr empfehlenswert, der deckt sehr gut und er tut, wie gesagt, der Haut nicht weh. Und dieses AUG-Puder matt und weg, das mattisiert die Haut und ist halt auch mit Tonerde und antibakteriell. Es ist relativ dunkel, vielleicht gibt es ja noch andere Farben, ich weiß ja nicht. Aber jetzt, mein Gesicht ist eh relativ blass. Bisschen Farbe schadet mir eh nicht. Aber genau, der ist auch immer hier richtig cool. So, in meinem Mini-Kühlschrank. Übrigens, Leute, wenn ihr Concealer verwendet, könnt ihr den Concealer ja auch in euren Mini-Kühlschrank geben, falls ihr ihn habt. Oder auch in den normalen Kühlschrank. Der ist auch super. Habe ich ja auch ganz lange gemacht. Einfach reingeben und das kühlt auch. Das ist auch sehr gut, weil unter den Augen ist es immer schön kühl. Und manchmal jetzt auch im Sommer werde ich das wahrscheinlich wieder machen. Werde ich meinen Roller rausholen, weil der ist jetzt richtig kalt. Und das ist urangenehm unter den Augen und im Gesicht einfach dieses Kühlende zu haben. Bombe. Und im Winter könnt ihr es ja aufs Fensterbrett stellen, aber Leute, seid vorsichtig. Ich habe das gemacht und ich hatte ja den grünen Roller, weil mein Vater war so, du brauchst keine Mini-Kühlschrank, du kannst es auch einfach rausstellen über den Winter, es ist eh kalt. Und mir ist diese Box runtergefallen und mein Roller ist zersprungen. Also passt auf, was ihr macht, okay? Ich habe es für euch getestet, also seid vorsichtig. Mein Roller ist leider kaputt gegangen. Aber ich will nicht, dass eurer kaputt geht.
deswegen ein kleiner Tipp. Ah, herrlich. Und dann, das ist jetzt nicht wirklich Skincare, aber im Sommer verwende ich dann einfach noch, wenn mir heiß ist, diese Mario Badescu Gesichtssprays. Die riechen sehr gut nach Rose. Die kann man sich einfach ins Gesicht sprühen, wenn einem heiß ist oder so. Die gibt es auch ein bisschen kleiner, glaube ich. Nein, es gibt sie nur größer. Ich wollte mir die letzten wieder nachkaufen. In ganz Österreich ausverkauft. Nur online. Dankeschön. Aber ja, genau. Leider kann ich da nichts machen. Ich muss jetzt immer wahrscheinlich im Sommer jetzt irgendwann mal, wenn sie leer sind, nachbestellen oder so. Leider kann man sie nicht auffüllen, irgendwie wegen Plastik und so. Aber naja. Und wenn wir dann Richtung Abend gehen, dann verwende ich auch nur noch folgende Produkte. Da verwende ich von The Body Shop dieses Camille Abschminkmittel. Es gibt ein gegenwasserfestes Make-up und normales. Ich habe das normale, weil ich kein wasserfestes habe und weil ich das auch nicht kaufen werde. Ich bin nicht so ein Fan davon. Meine Wimpern tut das auch nicht gut. Aber den kann ich auch empfehlen, der riecht mega gut. Und vor allem, Camille beruhigt auch die Haut. Das ist auch sehr angenehm, falls ihr irgendwie ein bisschen eine... irgendwo einen Pickel oder so habt, den ihr jetzt schon die ganze Zeit bereinigt, einfach ein bisschen drauf geben und das beruhigt das und so. Und wieder von CeraVe, ich weiß nicht, diese SA glättende Reinigung. Die dürft ihr auf gar keinen Fall in die Augen, weil das brennt. Aber einfach auch, das ist ein bisschen schäumender als der von der Früh, aber ein bisschen was drauf geben, einen Pumper und einfach im Gesicht verteilen, auf der Nase, da, im Augenbereich, aber auf keinen Fall das als Abschminkmittel sehen. Da könnt ihr das noch verwenden oder einen beliebigen Reinigungsschaum. Ich verwende den von Alverde, aber nachdem ich mich eh damit auch abschminke, einfach mit Wasser vielleicht nochmal drüber gehen und am Abend mache ich auch gar nicht mehr. Das ist es eigentlich. Ich verwende am Abend nicht mehr. Genau, meistens eh nur das, weil ich mich derzeit nicht schminke, weil ich das irgendwie zu faul dafür bin. Wofür im Lockdown schminken? Jetzt sieht mich eh keiner. Ich habe meistens die Kamera im Unterricht aus, also egal. Was ich euch jetzt noch kurz mitgeben wollte, und zwar, dass Scrubs und diese sandigen Sachen ganz schlecht für eure Haut sind. Ich habe mir zum Beispiel vor kurzer Zeit den da gekauft, bevor ich das halt gehabt habe, weil ich so war, ja, lass mal ausprobieren. Und der hat diese, falls ihr das kennt, ich krieg das jetzt nicht auf, so. Wow, jetzt bin ich hier voll. Egal, ich gehe danach Hände waschen. Das sind so kleine Sandkörner drinnen. Seht ihr das? Das sind so Sandkörner drinnen. Und die sind ganz, ganz schlecht für eure Haut. Also das ist wie, wenn ihr zum Beispiel, kennt ihr das, im Sommer, ihr lauft mit kurzer Hose rum und fliegt auf den Asphalt und reibt euch da die Haut auf. Das ist jetzt quasi genauso, als wenn ihr das hier verwenden würdet auf eure Haut. Das tut einfach der Haut nicht gut. Deswegen lasst das lieber weg, genauso wie diese Peel-Off-Masken, die das drin haben, auch ganz, ganz schlecht. Leider sind diese ganzen Produkte jetzt nicht die günstigsten. Ich auch selber habe das mit meinem Taschengeld gezahlt. Aber ich wollte euch jetzt einfach noch eine Alternative sagen, falls ihr meint, die sind euch zu teuer. Und so habe ich mir das auf einem Dokument zusammengeschrieben. Das kann ich auch gerne noch in die Infobox schreiben. Das war's mit meiner Skincare-Routine und mit meinen Empfehlungen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und Leute, wie gesagt, bitte fangt nicht zu früh mit der Skincare-Routine an, wenn ihr es noch nicht wirklich nötig habt. Aber ich konnte euch vielleicht jetzt mal ein paar Tipps geben, ein bisschen was, vielleicht konntet ihr euch ein bisschen weiterbilden. Genau, ich wollte mich da jetzt überhaupt nicht als Oberschlau oder so machen. Ich habe nur das in der Schule gelernt von unserer Lehrerin. Die hat uns das alles beigebracht, weil die sich da sehr gut auskennt und so. Genau, deswegen habt noch einen schönen Tag. passt auf eure Haut auf. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und Leute, wenn es schönes Wetter ist, geht raus, aber nicht vergessen einschmieren. Genau, und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss!